Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2021 Trainerkette mit dem FC Bayern München. Ich bin richtig hyped, ich freue mich unglaublich auf diese Folge, denn die letzten paar Folgen, die waren ja echt voller Kampf, die waren richtig hart und ich habe wieder ein bisschen was an der Taktik umgestellt und wieder ein bisschen was verändert und bin einfach super gespannt, wie es heute läuft. Wir haben krasse Spiele gegen Union Berlin. Im DFB-Pokal müssen wir natürlich weiterkommen. Wir müssen uns da auch beweisen und einfach wieder zu der alten Bayern-Stärke zurückkehren. Ja, ich meine, ich habe jetzt mittlerweile die echten Ergebnisse gesehen. Die letzte Folge hatte ich noch aufgenommen, bevor der erste Spieltag in echt war. Jetzt habe ich gesehen, dass Bayern in echt 8:0 gegen Schalke gewonnen hat. Also was war denn da los, Leute? Ja, dementsprechend will ich natürlich hier nachziehen und wieder zu alter Stärke zurückkehren. Und ich bin echt guter Dinge, dass wir das gegen Union Berlin gut schaffen werden. Dann haben wir ein Spiel in der Champions League gegen Young Boys und gegen Leipzig in der heutigen Folge. Leipzig ist auf Platz 1 mit 18 Punkten. Die haben 7 ganze Punkte mehr als wir. Und da will ich natürlich wieder rankommen und einen Sieg holen. Also ganz, ganz wichtig. Aber es wird alles sehr, sehr knapp, alles sehr, sehr schwer. Leute, und eine bittere Nachricht gibt es noch. Thiago Alcantara, der muss uns leider verlassen. In echt ist er gewechselt zu Liverpool und ja, die letzte Folge war vorproduziert. Ab dieser heutigen Folge weiß ich das leider. Es tut mir wirklich im Herzen weh, aber ihr habt es mir geschrieben und ja, so ist es halt leider. Wir müssen Thiago Alcantara rauspacken aus der Mannschaft. Ich probiere ihn zu verkaufen. Wir müssen uns dann auch verstärken. Wir müssen dann auch ein bisschen ein paar neue Spieler einkaufen mal. Aber bis wir ihn verkauft haben, packen wir ihn einfach mal auf die Reservebank und da spielt er definitiv nicht. Wir packen aber mal Goretzka für ihn rein. So, es geht los, Leute. Wir müssen uns wieder beweisen, die letzten Spiele relativ knapp. Wir waren zwar oft in Führung, aber haben das Spiel dann irgendwie wieder hergegeben und das soll uns heute im Pokal nicht passieren, weil sonst wären wir raus. Ich habe übrigens jetzt Sané wie in echt spielen lassen. Ja, hat ja bei Schalke dann auch auf der rechten Seite oft gespielt. Zwar sich auch mal abgewechselt mit Gnabry, das können wir auch hier im Spiel gerne mal machen. Das Problem ist nur, auf der linken Seite hat er, glaube ich, eine 87 und auf der rechten Seite nur eine 83er Bewertung. Es geht natürlich ein bisschen was verloren, aber immer noch genauso gut wie Coman. Da ist das frühe Pressing auf jeden Fall zu sehen und da erreichen wir in der Mitte Lewandowski, der den Ball an den Pfosten setzt. Also Pech ist noch dabei, zumindest hier in dieser ersten Szene. Aber wir haben auf jeden Fall den Stürmer schon mal erreicht. Das fiel mir ja schon relativ schwer die letzten paar Folgen. Serge Gnabry, kein schlechter Schuss. Jetzt Thomas Müller und unten ist Sané, wir köpfen ihn rein, 1:0 in der 26. Spielminute. Schöne Bilder, den Trainer auch mal jubeln zu sehen. Und endlich mal wieder in Führung. Wobei, letztes Spiel gegen Bremen waren wir auch in Führung, dann haben wir es trotzdem wieder verkackt. Sehr, sehr schön. Und Union Berlin, Manuel Neuer. Ei, wie knapp. Alter, was war das denn, Leute? Wo ist der Ball bitte hier gewesen? Dass der nicht drin ist, der wäre, also dass Neuer den gekratzt hat, ist richtig, richtig gut. Und er wäre trotzdem fast reingetropft. Thomas Müller, komm. Jawohl. Thomas Müller schiebt ihn unten rein. Der macht ja viele Tore in letzter Zeit für uns. Und eine 2-Tore-Führung, die gab es lang nicht mehr. Aber Union Berlin macht es uns auch relativ einfach. Die haben auf Offensiv gestellt. Die probieren anzugreifen. Das macht es mir natürlich hinten nicht so einfach, weil ich nicht so gut verteidigen kann. Aber da wir ja jetzt auf Konterangriff gestellt haben, können wir halt dadurch auch echt gut kontern. Oh, Müller! Ah, knappe Geschichte. Oh,
Und Gnabry! Yes! So will ich das sehen, Leute! Umrühren! 3:0 in der Nachspielzeit, 47. Spielminute. Das sind die Bayern, die ich sehen will. Sané, schneller als der Union-Verteidiger, setzt sich auf der Außen durch. Der Ball prallt ab zu Gnabry. Sané, Gnabry, ein echt ein unglaubliches Duo gewesen. Und das wollen wir auch hier wieder machen und hier wieder entstehen lassen. 3:0 zur Halbzeit, das gab's lange nicht mehr. Thomas Müller! 4:0 und da ist Ruhe im Karton. Leute, haben wir es tatsächlich geschafft? Bringen wir die Bayern wieder zurück auf die Siegerstraße? Nicht schlecht. Und jetzt machen wir erstmal einen Freistoß rein, würde ich sagen. Jawohl! Gecallt und gemacht! David Alaba, 5:0. Aber es gibt Freistoß, aber den machen wir erstmal rein, würde ich sagen, oder? Oh, Latte. War knapp. Ja, da ist relativ viel Platz. Coman, der ist schnell. Und da ist halt echt eigentlich gar keiner mehr. Und er kann den Ball einfach reinschießen. 6:0. So will man das von den Bayern sehen. Yes! Konzentrierte Leistung, starke Leistung. Wir werden nicht immer so hoch gewinnen, keine Angst. Union Berlin hat es mir, wie gesagt, auch relativ einfach gemacht. Die haben auf Offensiv gestellt, haben mich gut kontern lassen und in der Taktik habe ich auf Kontern umgestellt und habe da einfach reingeböllert. Das wird nicht jede Mannschaft machen. Es gibt definitiv auch Mannschaften, die sich einfach dann hinten reinstellen werden, wenn sie wissen, die bösen Bayern kommen auf uns zu. Oder gegen Leipzig, die ja aktuell Platz 1 in der Liga sind. Glaube ich auch nicht, dass es so leicht wird. Memphis Depay vergibt eine Riesenchance in der 87. Minute. Ja, und da ist es wieder Kingsley Coman, der den Turbo zündet. Alter, der ist so unnormal schnell und vergibt dann leider hier die Chance. Wie krass schnell ist der denn? Das ist so heftig. What the fuck ist das geil? Der Typ, der muss auf jeden Fall immer wieder kontern. Das ist richtig, richtig nice. Spiel vorbei, 6:0 im Pokal gegen Union. Leute, ich lese gerade live einen Kommentar aus der letzten Folge, dass Memphis Depay nicht gerne Depay genannt wird. War nur eine kleine Info, hat er noch dazu geschrieben. Also danke auf jeden Fall für diese Info, finde ich sehr interessant. Wusste ich nicht. Finde ich auch komisch, aber wenn ich dann denke, nenne ich ihn Memphis. So, 2 Tage Pause, jetzt spielen wir schon gegen Young Boys, dann nochmal 2 Tage Pause und dann direkt gegen Leipzig. Also enger Spielplan, beziehungsweise 3 Tage Pause sind danach, aber enger Spielplan ist trotzdem sehr hart für uns. Jetzt habe ich direkt auf Anschluss gedrückt. Alter, wie kann man so lost sein? Oh mein Gott, ich habe die Aufstellung nicht verändert. Ich rede gerade nur davon, dass ich nur 3 Tage Pause habe. Und die Fitness dann wahrscheinlich am Arsch ist und ich drücke einfach weiter. Ja, immerhin sind wir zu Hause. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Chance. Für die Young Boys aus Bern. Lewandowski. Weiß gar nicht, hat der im Spiel gegen Union Berlin getroffen? Ich hab's schon wieder verdrängt. Es waren so viele Tore, ich weiß es nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er lange nicht mehr getroffen hat. Boah, da habe ich ihn gut gestreckt. Dass ich da nicht an den Ball gekommen bin, wundert mich zwar, aber... Boah, Alter, Lewandowski ist da reingesprungen wie ein Irrer. Mit der Sohle voran, glaube ich sogar. Hartes Ding. Boah, Alter. Fuck, ey, dass es dafür keine Karte gibt, das ist Glück. In echt, ja, rotwürdig, würde ich sagen. Rotwürdig, würde ich sagen, genau. Ja, Lewandowski nicht vom Platz gestellt und dementsprechend kriegt er hier eine Chance. Unten ist Kingsley Coman, aber der setzt den Ball neben das Tor. Fuck, das war die erste richtig gute Chance in der 43. Minute. Also man merkt definitiv, dass... Wenn die Gegner auf Defensiv stehen, dass es wirklich schwierig ist, da trotzdem durchzukommen.
Ja, und dafür gibt es dann eine gelbe Karte. Das andere Foul deutlich schlimmer. Ich treffe hier sogar den Ball. Halbzeit 0:0. Wie gesagt, nicht einfach da durchzukommen. Sieht man auch hier an meinen Chancen. So, mega gute Freistoßposition. Definitiv. Und da werden wir natürlich wieder Alaba für nehmen. Der das am besten kann. Und der haut ihn rein! Das zweite Mal schon in diesem heutigen Video. Einmal an die Latte, einmal drin. Und jetzt nochmal. 58. Spielminute. Eine Waffe. Dieser David Alaba und seine Freistöße. Und Tor. 1:1. Unglücklich gelaufen. Wir wurden ausgekontert. 62. Spielminute. Wir bringen mal Memphis. Scheiße, Mann. Also es hat sich nicht angebahnt. Also eigentlich hat sich so angefühlt, als gehen wir hier mit dem 0:0 raus. Dann haben wir jetzt das Tor gemacht durch den Freistoß. Ja, und hier hinten konnte ich wieder nichts machen. Ich konnte ihn nicht wirklich stoppen. Ich habe sogar den Ball als Vorlage geköpft und direkt vor die Füße von einem Angreifer, der ihn da reinköpfen kann, reinschieben kann. Und da ist Memphis. Ich kann das eh nicht durchziehen. In der heutigen Folge vielleicht, so weil es noch lustig ist, aber ich vergesse es sowieso. Neuer hat den Ball, aber jetzt ist natürlich keiner mehr im Tor. Oh, Neuer. Alter. Das war zu viel. Kingsley Coman, der ist schnell. Der will den Ball hier in die Mitte nochmal spielen, aber kommt nicht durch, leider. Oh, Neuer. Auch die Young Boys mit guten Chancen, man sieht es gerade. Das war richtig gefährlich und das wieder. Eieiei. Und jetzt Coman, ey, der hat so viel in diesem Spiel schon gehabt. So viele Möglichkeiten. Und so viele immer wieder verkackt. Fuck, ey. James Rodriguez mit wenig Fitness, aber mit viel Platz auf Memphis Depay. Ah. Und einen soll es noch geben. Leroy Sané, Müller, Memphis, Memphis, Depay. Und wieder daneben 1:1. Mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein, weil das Spiel schon recht ausgeglichen war. Aber ja, über mehr hätte ich mich natürlich gefreut. Also gegen Union, wie gesagt, die haben es uns auch recht einfach gemacht. Zu alter Stärke zurückgelangt sind wir aber noch nicht ganz. Die Young Boys sind sogar auf Platz 1. Also gegen Zenit und Ajax müssten wir auf jeden Fall gut punkten, weil sonst haben wir ein Problem. Und im Rückspiel gegen die Young Boys eigentlich auch. Ja, und dieses Rückspiel gegen die Young Boys gibt es sogar in der nächsten Folge direkt. Also unbedingt da wieder mit vorbeischauen. Verletzung von Davis bis Ende Oktober. Scheiße. So, dieses Spiel wird wichtig, verdammt wichtig. Die Bayern nur auf, weiß ich gar nicht, 6. Platz oder so. Und Leipzig strahlt mit 18 Punkten von ganz oben. 7 Punkte Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Ich musste ein bisschen durchwechseln, leider kein Freistoßspezialist Alaba auf dem Feld. Gnabry auch erst dann als Einwechselspieler parat. Und Davis ist natürlich auch verletzt und bla bla bla. Also ein bisschen durchgewechselt wegen diesen Fitnessproblemen. Aber das sollte auf jeden Fall trotzdem funktionieren. Und wir müssen, ja, wir müssen Leipzig hier schlagen und die 3 Punkte in München lassen. Und Kingsley Coman. Ey, im letzten Spiel schon Chancen vergeben. Fängt der jetzt wieder an, der Junge, oder was? Solange es hier 0:0 steht, bleiben die natürlich erstmal auf Defensiv. Solange es 1:0 steht, würden sie theoretisch wahrscheinlich auch aufmachen müssen. Und damit gebe ich mir gerade beste Mühe. Es fehlen Zentimeter. Und Zentimeter haben gefehlt. So, eine Minute Nachspielzeit gibt es. Das heißt, es gibt nochmal eine Chance. Und Kingsley Coman ist der, der diese Chance einleiten möchte. Aber ja, der hat die letzten Spiele ja schon einige Fehler gehabt.
Noch den Ball kann er nicht in die Mitte bringen. Es ist 0:0 zur Halbzeit. Ähnlich wie im letzten Spiel. Müller. Thomas Müller. Das könnte die entscheidende Szene sein. Es ist das 1:0. Ich hau mir eins in die Fresse, Digga. Was war das denn? Oh mein Gott. Und wir wählen Staub hoch. Beziehungsweise im Spiel Konfetti. Oh Mann. Richtig geil, Alter. Ah. Scheißegal. Hauptsache, endlich die Führung. So lange habe ich drauf gewartet und Thomas Müller schafft es. Boah. Ja, jetzt ist Depay. Der mit dem besten Freistoß hier. Und er dreht ihn rein! Ey, wir haben gute Freistoßschützen! Nicht nur Alaba kann's, nicht James Rodriguez, sondern auch Memphis. Depay. Was ein schönes Ding. Fast noch schöner wie von Alaba. Drei Freistöße in einer Folge verwandelt. Bombe. Und da ist es, das 2:0. Dass es durch einen Standard kommt, das hätte ich nicht gedacht. Und dass es durch Depay kommt, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist so und es ist in Ordnung und es ist richtig nice eigentlich. Boah, es gibt Elfmeter. Scheiße, dass das ein Foul ist, aber ich musste es machen, Leute. Was soll ich da machen? Ihr habt ja gesehen, das Tor war leer. Neuer wurde umkurvt, das Tor war leer, der Ball wäre so 100%ig drin gewesen, also mehr geht ja gar nicht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Schuss kommt und ich ihn blocken kann. So gibt es jetzt einen Elfmeter. Und er ist drin. 1:2 aus Sicht von Leipzig. Anschlusstreffer und es sind noch 15 Minuten zu spielen. Neuer wurde umkurvt, Boateng hilft aus, aber das nicht ganz so toll. Und dementsprechend müssen wir hier einen Elfmeter gegen uns nehmen. Oh, Müller. Schön gespielt. Das ist guter Fußball, den ich genauso sehen möchte. Nur leider kein Tor. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Gegen eine Mannschaft wie Union Berlin haben wir 6:0 gewonnen. Gegen Young Boys und dann jetzt hier gegen Leipzig. Ganz, ganz knappe Spiele. Spannende Spiele. Dieses hier, das hätten wir noch viel, viel höher gewinnen können und müssen. Wir waren echt richtig, richtig gut. Haben immerhin gewonnen, auch wenn es jetzt nur ein 2:1 ist. Ich bin sehr zufrieden damit und habe damit 3 Punkte gut gemacht auf den Platz 1. Und so will ich das sehen. Wir wollen wieder vorne mit ran. Wir wollen wieder angreifen. Und ich freue mich einfach weiter auf die Karriere. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das Ganze gefällt. Ich bin gespannt. Ich freue mich weiter auf diese Karriere. Die nächste Folge kommt schon bald. Bleibt dran. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.